Liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play F1 23 Breaking Point. Ja, endlich geht's wieder los nach einer kleinen wichtigen Pause. Ja, die war auch nicht ganz geplant. Aber seht es mir bitte nach, auch wenn ich mal irgendwie in längere Zeit unterwegs bin, privat unterwegs bin, dass ich nicht immer Zeit habe mit dem Aufnehmen. Heute geht's auf jeden Fall weiter. Eigentlich sollte dieses Wochenende wieder unsere Koop-Karriere sein. Dann hatte ich aber leider gestern, als ich mich mit dem Sucramades treffen wollte, mit dem Marki treffen wollte, technische Probleme mit dem Internet. Meine PlayStation hat das WLAN nicht. Jetzt funktioniert alles wieder und jetzt hat er keine Zeit, weil er gerade ein bisschen was anderes macht. Aber ist halt nun mal so. Und für uns geht's heute dann quasi mit Breaking Point weiter. Ich hoffe, dass das soweit wieder alles immer noch funktioniert, wie ich das gerne hätte. Gut. Dann gucken wir mal kurz in die Mails rein. Ein Anruf. Andreo? Hast du schon mit ihr gesprochen? Ja, wir haben geredet. Und? Was hat sie gesagt? Sie wird dieses Wochenende hier sein. Sie hat zugestimmt, sich mit mir zu treffen. Du hast sie noch nicht gefragt? Natürlich nicht. Das ist eine heikle Situation. Sie hat sicher eine Ahnung, aber das kann man doch nicht einfach am Telefon so fragen, oder? Warum nicht? Komm schon, das könnte ihr Leben verändern. Und die familiäre Situation muss mit ein wenig Respekt gehandhabt werden. Du kennst sie. Sieh nur zu, dass sie ja sagt, und zwar schnell. Ich möchte nicht weiter Fragen zur Zukunft von Connors Boot beantworten. Ach, ein Teil des Interviews habe ich gelesen. Ich konnte spüren, wie du dich windest. So schlimm? Noch schlimmer. Ich rufe dich an, sobald ich mehr weiß. Ja, so ist es halt einfach. In der letzten Folge, Devin ist zurückgetreten, aus gesundheitlichen Gründen. Und wir wollen Cass, beziehungsweise Kelly Meyer haben, unbedingt. Die Tochter von... Was kann ich? Tochter vom Teambesitzer. Ja, und dann müssen wir mal schauen, wie es aussieht. Na gut. So. Achso, ich wollte kurz in die Mail reingucken. Ja, sonst ist das heute in Ordnung. Gehen wir mal zum Rennen. So, wir sind in Kapitel 10, Grand Prix von Spanien. Und ja, Aiden Jackson, das Team in der Tabelle über Wasser halten soll, während er da auf der Sitz für Devin gesucht wird. Willkommen zum großen Preis von Spanien. Es verspricht mal wieder ein faszinierendes Rennen zu werden. Hier holte sich Max Verstappen 2016 den Sieg in seinem ersten Rennen für Red Bull nach einer dramatischen Kollision von Lewis Hamilton und Nico Rosberg. Und erinnert sich. Gibt es auch heute wieder Momente, die es in unsere Notizbücher schaffen. An dieser Ecke war es nämlich. Die Strecke in Katalonien wurde erneuert und wir notieren den Wegfall der Schikane im letzten Sektor, was die Rundenzeit verkürzt und die Gesamtstrecke auf 4,7 Kilometer und 14 Kurven reduziert. Dies war die ursprüngliche Konfiguration der Strecke, die jedoch seit 2007 nicht mehr verwendet wurde. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Dank einer überragenden Fahrt im gestrigen Qualifying startet Charles Leclerc von der Pole und daneben steht Sergio Perez. Im Rest der Startaufstellung haben wir Verstappen, Russell, Norris, Hamilton, Gasly, Sainz, Oscar Piastri, Fernando Alonso, Tsunoda, Joe, Sargent, Bottas, Jackson, Magnussen, Ocon, Hülkenberg, De Vries, Stroll, Albon und Noah Bell. Die Startlichter werden jeden Moment ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke. Ja, De Vries, der ja schon nicht mehr fährt, fährt der Ricciardo. Im wunderschönen Katalonien zum Grand Prix von Spanien. Die Saison hat zwar gerade erst begonnen, aber es ist schon so viel Drama gewesen. Was erwartest du an diesem Wochenende, Stefan? In der Formel 1 geht es natürlich um die Fahrer und Fahrerinnen und Teams an der Tabellenspitze. Aber ich interessiere mich immer noch sehr für Connorsport. Die Abwesenheit von Devin Butler war beim letzten Rennwochenende sowohl auf als auch abseits der Strecke deutlich zu spüren. Butler war so präsent in diesem Team. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Auf jeden Fall. Kaspar Ackermann und das Team von Connorsport haben an diesem Wochenende alle Hände voll zu tun. Das waren ein paar verrückte Wochen, aber du bist ja immer gut gefahren. Komm runter und lass uns sehen, was wir tun können. Starten wir mal rein ins Rennen.
So, wir sollen ins Ziel kommen. Versuche so viele Punkte wie möglich zu fahren, zu erreichen. Komme vor Sainz und Alonso ins Ziel. Naja, schauen wir mal. Nee, wir starten am Platz 15, sonst ein bisschen raus. Ich möchte mich gerne ein bisschen aus dem Stadtgetümmel raushalten. Das ist erstmal das Ziel. Ja, und dadurch haben wir ein bisschen mit dieser etwas vorsichtige, haben wir natürlich jetzt erstmal eine Position verloren. An Magnus, ich war ja schon am Bottasring dabei. Ich wollte mich lieber ein bisschen raushalten aus der Nummer und wurden damit bestraft. 17 Runden hier in Spanien. Und jetzt der Ocon-Angriff. Von Ocon, den ich aber ein bisschen ab. Den ich ein bisschen abperlen lassen kann. Also wir sehen heute in Kapitel 10 ein komplettes Rennen, wenn nicht irgendwas noch keine Cutscene oder so dazwischen kommt. Ist das halt nicht. Aber wie gesagt, ich halte mich jetzt gerade ein bisschen raus aus der Nummer. Wenn es jetzt nicht dramatisch irgendwas noch gibt. So, vorbei an Magnussen. Wieder. Leichter Schlag von hinten. Von Magnussen. So, und jetzt können wir hoffentlich die kleine Aufholjagd starten. Da vorne bekämpfen sich beiden Alpha Bottas gegen Joe. Und davor ist dann Logan Sargent. So, Angriff. Gut gemacht. Schön überholt. Angriff vorbei an Bottas damit. Ja, okay, das war ein bisschen zu viel des Guten. Mein Ziel wollte eigentlich nicht sagen, weil ich ein bisschen zu fix unterwegs, deswegen habe ich Zeit wieder reingelassen. Gut, dann ist das Auto nicht kaputt gegangen. Und jetzt sind wir vorbei schon an den beiden Alpha. Wobei ich glaube ich das Gefühl habe, dass Sojo was abgekriegt hat. Weil er fällt nämlich direkt zurück. Vorbei. An Logan Sargent. Die nächsten beiden sind dann Tsunoda und dann haben wir schon Piastri auf 10. Dann hätten wir schon die Punkte. Unser Bonusziel ist Sainz und Alonso. Aber in erster Linie mal in die Punkte zu kommen. Und dazu brauchen wir zwei Autos. Runde 4. Ja, es klappt nicht so ganz mit dem in der Abwechslung Breaking Point und Koop-Karriere. Wie gesagt, da fehlt das, haben wir die Zeit dazu. Gestern hätten wir uns treffen können, da war leider ein paar technische Probleme im Internet. Ich habe euch das eingangs erklärt. Und da war nichts zu machen. Und deswegen sehen wir uns heute beziehungsweise diese Woche bei Breaking Point. Ich weiß auch nicht, wie viele Kapitel es insgesamt gibt in diesem Spiel. In diesem Abschnitt diesmal. Aber da wir erst in Spanien sind, wird es noch ein paar geben. So. Da, Piastri vorbei. Das erste Ziel ist vor uns. Das ist Alonso. So, der ist so. Alonso wird wahrscheinlich uns nicht so einfach vorbeilassen. Dann kennt das ja, der Spanier ist nicht einfach zu holen.
Ja, der greift natürlich seinerseits jetzt Gasly an. Deswegen konnte ich nicht rechts vorbei. Jetzt war Alonso wieder dran. Oh, Alter. Aber das ist es halt, ne? Alonso ist so einer. Der gibt nicht auf. Und diesmal jetzt haben wir ihn. Oder? Frage. Ne, wir haben ihn. So, nächsten Gasly Norris. Davor könnte Sainz sein. Die sind alle noch schön beieinander. Bisschen raus, bisschen zurückziehen, nicht, dass wir da dem nächsten in den Zelt gehen, aber Gasly, den kann man auch problemlos überholen. Ja, davor ist dann einer der bei Ferrari. Davor ist ein Sainz, genau. Norris und davor ist Sainz. Das zweite primäre Ziel, Bonusziel. So ist es richtig. Klar, die beiden Spanier. Gut, jetzt machen wir keinen DRS, weil wir weit, weit weg sind. Aber vorbei, wie gesagt, von anderen. Alonso, der hat es lange ein bisschen bekämpft. Der hat sich gewehrt, Gasly eher weniger. Also von Alonso habe ich eh nichts anderes erwartet, als wenn der, dass der gegenhält. Und dann sind wir 8. Wir hätten damit 4 WM-Punkte. Ja, wann geht es mit Assassin's Creed weiter? Das wird wahrscheinlich auch noch ein. Ich vermute, dass wir nächste Woche damit anfangen können. Jetzt werde ich zum Aufnehmen kommen. Keine Sorgen wegen des Schadens. Ich habe ein paar Strategieoptionen für dich. Check mal deine MFA. Aber doch was abgekriegt. Also doch was abgekriegt heute am Auto. Ich kann jetzt nichts ändern, liebe Leute. Das ist gerade ein bisschen schwierig. Ja, Norris ist doch auch nicht so einfach zu überholen. Wie haben wir denn überhaupt noch? Ach, wir haben noch Zeit. Ja, ich versuche natürlich an Norris ranzukommen. Man will natürlich da vorbei, um dann irgendwann den Weg zu Sainz frei zu haben. Aber Norris ist auch so einer, der nicht einfach zu kassieren ist. Jetzt macht er uns einen kleinen Fehler, macht das ein bisschen weit die Tür auf. So, jetzt haben wir mal Norris. So, vorbei an Norris und da war Sainz vorbei an Leclerc. Das ist natürlich nicht gut fürs Bonusziel. 7. sind wir, jetzt haben wir momentan 6 WM-Punkte. Aber Sainz ist halt schon noch 5. Ja, 5 bedauert, genau. Und der ist nicht ohne, haben wir in Australien schon gemerkt, dass der definitiv was kann. Da war er auch sehr, sehr schnell unterwegs, aber jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben Ferrari wahrscheinlich die Anweisung gegeben, den Sainz, den Leclerc als kleinen Abfangjäger hier vorne reinzusitzen. Der wehrt sich nämlich richtig. Wir haben immer wieder leichte Probleme mit den Kurven. Liegt aber daran, dass wahrscheinlich das Auto ein bisschen beschädigt ist. Gutes Tempo. Deine Rundenzeiten sind etwa eine Sekunde schneller als die deines Vordermanns. Ja, Zwischen schneller und vorbei überholen ist ein Unterschied, ne? Schneller kann jeder, vorbei muss erstmal kommen. So, ich muss natürlich jetzt erstmal vorbei. Wie gesagt, Sainz, der kann auch nicht schneller, der kann nicht weg da vorne. Aber Leclerc macht es nicht so einfach. Nee. Aha. Sag ja, der will irgendwie uns da nicht vorbeilassen. Nochmal richtige Entscheidung Ferrari. Ach, Mann. Jetzt haben wir ihn, oder? Jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir einmal
Diesen Abfang hier, jetzt bin ich dran an Sainz. Jetzt habe ich Ferraris Bremse, kein Bremsklotz weg, kein Dreher jetzt irgendwie einbauen. Ich muss jetzt gucken, dass wir irgendwie so die Boxenstops retten können. Stop zu ziehen ist zu früh. Die Idee wäre, einen Undercut zu bauen. So, schön vorbei an Sainz. Und jetzt haben wir es. Jetzt haben wir den Weg da vorne ein bisschen frei. Jetzt haben wir sogar die beiden Bonusziele erreicht. Und zeigt dann ein bisschen was aus. Ja, Sainz scheint ein bisschen Probleme zu haben gegen Leclerc. Leclerc greift seinen Teamkollegen an. Jetzt hat er. Wahrscheinlich haben sie jetzt die kleine Stallorder gemacht. Der erste Leclerc reingesetzt, um den Sainz zu schützen. Und jetzt vielleicht die Anweisung von Sainz, lassen Leclerc wieder vorbei. Aber er bleibt davor. So, die nächsten beiden sind immer die beiden Mercedes und danach die beiden Red Bull. Aber Leclerc war mal... Leclerc muss ja übelst verloren haben. Fällt mir gerade mal auf. Der war doch Polzetter. Der war doch Erster. Gut, der hat die Mediums drauf, ne? Der hat gegen die Softautos wenig Chancen. Der wird aber am Ende noch mal schneller werden. So, vor uns sind jetzt mal wie gesagt Russell und Hamilton und danach wahrscheinlich Perez. Leclerc in der Box geht auf Soft. Das heißt, wir werden natürlich jetzt auch ziemlich zeitnah gehen. Entweder will ich aufs Podium oder ich will das Ding gewinnen. Ich will zumindest den Hamilton da vorne haben. 4, 3, 2, ja doch, ist richtig, Perez. Ja, man merkt halt ein bisschen den Flügel. Ich befürchte, dass wir da noch ein bisschen was zurückfallen werden. Aber dann wieder ein bisschen on Tour sind. Vielleicht kriegen wir es auch noch irgendwie gerettet. Aufpassen, ne? Ja, wir müssen gleich wechseln. Das vermute ich, oder? Ich befürchte, bei der Aktion gegen Sergeant haben wir den Flügel beschädigt vorne. Ja, da muss ich zurückziehen. Jetzt geht Hamilton. Ich vermute Verstappen. Ja. So, jetzt sind wir sogar Dritter. Da werden wir mal nicht bleiben. Zumindest nicht, wenn wir einen da vorne auf der Strecke kassieren. So, Russell will Perez angreifen und damit hat er sich uns den Kleingefallen getan. Wie Alonso gegen Gasly ebenfalls. Die Tür aufzumachen und damit haben wir den Platz. So, jetzt muss ich gucken, dass ich hier. Boah, Perez, der macht aber hart zu. Ne? Der Perez macht aber hart zu. Der lässt uns da gar keine Chance vorbeizugehen, da den Angriff zu setzen. Habt ihr gesehen, wie der verteidigt hat, der Mexikaner hier vor Ort? Willst du noch was hin? Ich da irgendwie jetzt noch einen Dreher einbauen? Ich wollte mich genau in dem Moment gerade den Angriff ziehen setzen. Gegen Sergio Perez. Aber das wird jetzt nicht passieren, weil wir werden jetzt in die Box gehen.
Sei gut zu diesen Reifen. Wir wollen das Rennen auf dieser Mischung. Jetzt haben wir natürlich den Platz gegen Russell wieder verloren. Noah in der Boxengasse. Das ist jetzt bitter, dass wir sich jetzt den einen Platz verloren haben, aber es war halt einfach, weil wir zu spät reingebogen sind und dadurch Zeit liegen gelassen haben und haben damit den hart erkämpften vierten Platz wieder verloren. Frage jetzt, wie macht es jetzt Russell? Will er nochmal den Angriff auf Perez sitzen? Wie gesagt, ich habe eine schönste Strecke, aber wie gesagt, es ist ein fehlerhafter Boxenstopp. Ja, wieder so ein blödes Ding wie gegen Alonso. Gleiche Ecke war das übrigens. Aber Russell zieht zurück und sagt, wir lassen uns die Tür auf. Und ich kann den Angriff doch noch durchziehen. Und damit sind wir auf Platz 4. Und jetzt will ich nur noch diesen Podiumsplatz. Dann ist Hamilton Zweiter. Ja, durch den Kampf hat Hamilton den Platz, gewonnen gegen Perez. Und jetzt schön da diese Position gesetzt und damit haben wir. Sind wir drüber. So, und jetzt möchte ich. Perez wird hart. Okay. Warum auch immer der so hart jetzt geht. Jetzt kommt der Konter. Konter Perez. Mit DRS. Den Platz lasse ich ihm natürlich. Aber den hat er nicht setzen können. Jetzt haben wir nämlich die nur. Jetzt müssen wir gucken, dass wir vielleicht da vorne nochmal rankommen. Vielleicht kriege ich einen Hamilton. Verstappen er weniger. Den will ich ja weniger kriegen. Und Perez hat jetzt den Platz gegen Russell verloren. Aber Lewis, den will ich noch. Leider müssen wir mal noch auf unseren allerersten Saisonsieg für Aiden Jackson warten. Das wird hier nicht heute passieren. Aber zumindest vielleicht P2. Und 18 WM-Punkte. Deswegen komme ich jetzt ohne dazu, sind 19, aber das Tappen eher weniger, den werde ich nicht kriegen. Ich weiß nicht, je nachdem, wie schnell ich da wieder rankomme, da vorne. Ja, mitten hatte ich schon auf der Strecke. Ja, wenn er nicht auf der Strecke, so rum ist es richtig. Der hat nur den Platz gewonnen gegen Perez. Ja, wenn er nicht den Boxenstopp. So, jetzt bin ich deutlich besser rausgekommen. Bin gerade so noch am DRS-Fenster. Schnellste Runde, 19. Der Punkt, wenn ich jetzt den Hamilton packe. Sorry. Das war jetzt keine Absicht. Jetzt habe ich ihn vorbei. Vorbei an Lewis Hamilton. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie schnell komme ich an Verstappen ran. 4 Runden haben wir noch. 6 Sekunden sind es. 5,5 sind es. Vielleicht. In der letzten Runde. Mal gucken. Jetzt müssen wir ein bisschen dran ziehen. Sonst können wir. Dann ist es vielleicht möglich. Ich sehe ihn aber noch nicht. Das ist das Problem. Doch, da vorne ist er. 4-7. Kriege ich schon Verstappen noch? Können wir uns den ersten Sieg holen oder nicht? Ich glaube eher weniger, aber mal schauen. Ja, wir kommen jetzt nicht gerade näher, ne? So, jetzt sind wir so zwei oder drei dran. Stellt zur Rennrunde, das hat jetzt natürlich ein bisschen was gebracht, dass wir erstmal. Gut, der fährt sein erstes Rennen. Es vielleicht noch schaffen. Okay.
1,7. Ja, wir kriegen ihn noch. Ich glaube, das können wir sogar noch gewinnen. Aber wie gesagt, wie einfach ist Verstappen? Aber das heißt auch, wie einfach. Aber wie schnell ist Verstappen, wenn überhaupt zu überholen? Oder liefert er uns so einen harten Kampf, dass wir gar keine Chance haben? Jetzt sind wir gut rausgekommen. Jetzt können wir schön, jetzt können wir schön den Schwung mitnehmen. Ja, ja, ja. Hier ist doch gar keine, hier ist doch keine Chance. Setzen wir uns rechts, sagen wir mal Hallöchen, Max. Habe ich vermutet, dass wir die Nähe, dass wir den wahrscheinlich in der nächsten Runde haben. Aller spätestens, also wie gesagt, hier wird es wahrscheinlich noch nicht gehen. Oder lassen, oder kriegen wir ihn doch noch. Ja, das ist, der fährt halt. Ja, nee, das ist halt das Problem. Aber jetzt bin ich dran. Muss ich unnötig jetzt irgendwie das Auto nach wegwerfen. Wie gesagt, ich werde auch nicht riskieren, wenn ich nicht weiß, dass ich es definitiv schaffe. Wenn er mir da die eine kleine Chance lässt, habe ich ihn. Wie es Alonso getan hat, wie es Perez getan hat. Irgendwann hast du die Chance. Jetzt sind wir wieder ein bisschen weggekommen. Früh gebremst. Na, ist die gerade lang genug, um ihn zu kriegen? Ich glaube ja weniger. Ja, ach, der Sack, Junge, der lässt mich nicht. Der will nicht, ey. Das wird ein harter Fight bis in die letzte Runde. Schade. Ich habe aber ein bisschen was verloren am Ende. Das ist das Problem, man ist. Oh, Alter. Schön zugemacht da jetzt. Jetzt habe ich ihn. Jetzt ist mir dann irgendwann mal das auch gut. Deswegen ja. Naja, weil er mir die eine kleine Chance lässt. Und das hat er jetzt getan. Indem er mich rechts abgeblockt hat, hat er links aufgelassen. Und dann konnte ich es nicht mehr kriegen. Aber er hat es gut gemacht. Er hat mehrere Ecken jetzt mich super fair abgeblockt. Und ich konnte es nicht bringen. Aber jetzt habe ich, wie gesagt, einmal eine kleine Lücke gesehen. Und hole mir Platz 1 in Spanien. Und jetzt heißt das Ding nur nach Hause fahren. Diese 26 WM-Punkte. Wir haben noch Benzin für etwa 4 Runden. Ja, perfekt. Ja, der ist doch dicht doch drin in dem DS-Fenster. Das ist deine letzte Runde. Die letzte Runde des Rennens. Ja, der will noch mal, ne? So, jetzt will er uns vielleicht doch mal ein bisschen noch mal einsetzen. Dran ist er ja jetzt. Und jetzt mal Gas geben, ein bisschen wegkommen jetzt. Weil es kommt noch eine DRS-Zone. Und wenn er dazu da dran ist, kann er uns noch mal einen Angriff setzen. Und er wird nicht aufgeben, definitiv. Da ist er nah dran. 6,6 ist er mittlerweile. Ich komme wieder ein bisschen raus. Ich glaube, das weiß nicht, ob das ein neues Schild ist oder ob das schon wieder. Ja, jetzt haben wir einen Vorteil, jetzt haben wir ein bisschen wir raus aus der DS-Zone. Hier ist er nämlich. Kann er selbst? Ne, kann er nicht. Damit ist das Thema gegessen. Jetzt kommen wir nämlich schön weg. Es war jetzt wichtig, dass ich dann dass ich raus bin aus der DS-Zone. Und dann können wir uns unseren allerersten Saisonsieg hoffentlich jetzt holen. Wenn wir das Ding nach Hause fahren. Ja, ist aber aufgegeben. Und wir holen uns 26 WM-Punkte, den allerersten Sieg hier in Spanien. Aiden Jackson geht.
geht heute für Connors Sport an den Start und es gibt wilde Spekulationen darüber, ob sie die Saison mit dieser Fahrerpaarung zu Ende bringen oder nicht. Na, ich denke, sie werden ein neues Talent unter Vertrag nehmen. Das Risiko müssen sie eingehen. Wobei eine Verpflichtung mitten in der Saison würde für ganz schön Gesprächsstoff sorgen. Wir werden sehen. Das wird so kommen. Hier kommen die drei Bestplatzierten, die sich zur Siegerehrung begeben. Was für ein fantastischer Tag für die Formel 1. Aber man muss sagen, alle haben es fair gemacht. Dieser Verstappen hat sich fair gewehrt, Perez hat sich fair gewehrt, Alonso hat sich fair gewehrt. Die haben nur diese eine kleine Chance gelassen, diese eine kleine Lücke. Die hatte ich dann am Ende. Da war nichts Unfaires dabei. Wie gesagt, meine Aktion gegen Sargent, das war einfach, weil ich da einfach zu schnell war. Das geht auf mich, das Ding. Aber, wie gesagt, Hauptsache, wir haben das Ding nach Hause gefahren. Connor Sport ist gerade in einer etwas merkwürdigen Situation. Wie war das heute für Sie? Es ist nicht meine Aufgabe, mir darüber Gedanken zu machen. Ich wünsche Devin alles Gute, aber für mich ist es wirklich egal, wer der andere Fahrer ist. Ich fahre einfach so gut ich kann und das ist alles, was zählt. Der Rest liegt in den Händen von Kasper und dem Team. Wie geht es, Devin? Und wie geht es Ihnen mit Ihrem neuen Teamkollegen? Ich weiß genauso viel wie alle anderen. Ich habe gesehen, was passiert ist. Ich mache mir natürlich Sorgen um ihn, wie wir alle. Aber er ist im Moment nicht in der Lage zu fahren. Soweit ich weiß, arbeitet er hart daran, in den Sport zurückzukehren und ich wünsche ihm alles Gute. Es wird viel darüber geredet, was passiert, wenn Devin nicht zurückkehrt. Würde sich Connor Sport nach einem neuen Fahrer umsehen? Das müssen Kasper und der Rest des Teams beantworten. Ich weiß, dass sie unsere Qualitäten planen müssen. Das ist einfach so in diesem Sport. Aber an diesen Diskussionen bin ich nicht beteiligt. Eine Frage muss ich Ihnen noch stellen. Man munkelt, dass Mercedes George Russell eine kleine Rolle im neuesten Throttle Zone-Film verschafft hat. Was halten Sie davon? Das ist doch eine tolle Gelegenheit für ihn. Die Throttle Zone-Filme haben eine riesige Fangemeinde. Es ist schön zu sehen, dass die Formel 1 auf diese Weise gewürdigt wird. Ich denke, dass George die perfekte Wahl ist, um den Sport zu repräsentieren. Und ich kann es kaum erwarten, den Film zu sehen. Vielen Dank für Ihre Zeit. Gerne. So. Das wäre dann Kapitel 10. Hier ist noch was für dich. Klar, im Simulator. Würde ich mal so behaupten. So, jetzt kriegen wir bestimmt wieder einen tollen Anruf. Warte mal. Mit Ansage. Du wolltest mit mir sprechen, Kasper? Ja, genau. Schieß los. Nichts Gravierendes. Ich wollte mich nur bedanken. Wofür? Ich mache nur meinen Job. Nein, ich weiß, warum du im Team geblieben bist und ich werde dich nicht anlügen. Es war nicht einfach. Das kannst du laut sagen. Aber du hast dich schon bewiesen. Es ist gut, jemanden zu haben, auf den man sich verlassen kann. Immer doch. Ich warne dich, Aiden. Es wird nicht einfacher, zumindest für eine Weile. Aber wir haben schon jemanden im Visier. Jemand verdammt Talentiertes. Ich weiß auch wen. Das kann ich noch nicht sagen. Es ist etwas heikel, aber bei einer Zusage könnte das etwas ganz Besonderes werden. Und wie geht's Devin? Ich bin nicht sicher, aber ich denke gut. Davidoff schirmt ihn ab, aber er sagt, Devin geht es gut. Gut zu wissen. Mach so weiter wie bisher, okay? Und jetzt ab mit dir. Natürlich, Kasper. Wir sprechen später. Tja. Gut, nochmal schnell die E-Mails gucken. So. Gut. Und das nächste Kapitel sehen wir uns dann in der nächsten Episode an. Hier bei Let's Play F1 23 Breaking Point 2.